Hallo und willkommen zurück zu BF Gaming. So, und mit einem weiteren Video der ersten BFL. Im heutigen Match haben wir einen Newcomer, nämlich den lieben Daniel auf meiner Seite. Hallo. Gegen den Pharox auf Vartex Seite. Hallo, meine Bekannten. Genau, also Spiel beginnt bekanntlich erst, wenn ich das Startsignal gebe. Und wir haben natürlich. Wenn alle tot sind. Anakin gegen Kylo. Nein, Anakin gegen Phasma. Vor allem fast, wenn du Aiden bist. Ja. Also, das Spiel beginnt. You call this a diplomatic solution? Wie gesagt, also, die beiden Konzepte. Verschwörungstheorie. Spielen jetzt das erste Mal gegeneinander. Das ist auch das erste Mal, dass Vartex und ich in Daniel in Aktion sind. Wir werden sehen, was wir treffen. Aber ich denke mal, der erste Auserwählte. Das erste Mal, dass. EF Gaming Gamut ab. Meilensteine, die in Aktion sehen. Also das Abtasten wird erstmal sein gelassen, kategorisch. Ja, wurde es in den letzten Matches aber immer. Es hat aber auch immer geschadet, wenn wir es sein gelassen haben. Beziehungsweise es hat immer mehr geschadet. Ja, man merkt. Meine Ping ist jetzt in Ordnung. Digga, bei mir kommen solche Schallwellen hier. Ich krieg ja. Macht die ganze Zeit. Ja. Schallwellen. Geil. Ja, kann man doch so fast dazu sagen. Oh, man merkt beide Spiele recht offen. Den kriegst du. Vartex, das sind genau die Sprüche, warum du nicht Schiedsrichter sein kannst. Mann, gemein. Oh. Ich bevorzuge keinen in dieser Runde. Selbst wenn ich solche Kommentare raushaue. Ja, aber die Kommentare dürfen auch einfach nicht passieren. Das sind einfach diese Fußball-Kommentare. Er kriegt ihn. Und. Oh. Alles klar. Also Pharox. Ja. Genau, Pharox mit der Führung. Jetzt Blaster-Duell-Runde. Das heißt, Daniel, du nimmst einen Blaster-Helm. Also ich weiß nicht. Ich nehme. Meine Meinung, der Ausgang war tatsächlich unerwartet. Das heißt, wir haben jetzt im Blaster-Duell Han Solo. Gegen Boba Fett. Gott, er hat Skins, ich hab Angst. Ich lauf weg. Werbo. Ich bin meinem Dooku Classic Skin. Okay. Das Spiel beginnt. Warte mal, seit wann bist du Boba? Hä? Ich hab doch gerade ausgewählt. Nee, grad eben stand noch bei mir, dass du Phasma bist. Quatsch. Hab noch schnell umgewechselt. Da ist er. Autsch. Mach der A-Wing da. Ein Retter in der Not, würde ich sagen. Könnte man so betiteln. Wenn dann der Blaster nicht mehr hitzen würde.
Das war knapp. Oh, mit 25 das war sehr da knapp. Wolltest du zu viel, Arox, da wolltest du zu viel. Wie soll ich jetzt nehmen? Jetzt die Druidenrunde, also BB8 gegen BB9E. Björn, nimm den da. Der darf sowieso nicht hier mitspielen. Du meinst, ihr verschwunden mal den Drohnensack. Stand jetzt aus der Sicht von Daniel 0-2. Nach wie vor, ich sag's in jedem Match. Es ist die erste Hälfte. Es ist die helle Seite vor allem. Ja, die helle Seite ist nicht so geil. Ich sag nur, ich hab dich mit Luke auseinandergenommen. Fast zweimal. Ja, ja, klar, ja. Also. Ich sag ja nicht, dass die helle Seite scheiße ist. Nachteil auf jeden Fall, aber. Man kann dich nicht. Ja, und ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass ich nur verloren habe, weil ich auf der hellen Seite war. Also. Yeah, alles gut. Wir wissen alle, dass die helle Seite halt in Anführungszeichen schwächer ist. Genau, spielen wir. Ja. Wenn man so die Filme mal sieht, ne? Mein Name ist Finn. Ich bin ein Held des Widerstands. Spoiler erstmal. Man kennt mich beim Widerstand. Genau. Das hat für mich irgendwie voll Star Wars ruiniert, dass gesagt wurde, dass er machtsensitiv ist. Ach ne. Ich fand das okay. Er ist auf einmal, ein Sturmtrooper machtsensitiv ist. Trotzdem nichts trifft, oder was? Finn trifft nichts, ne? Das ist meine Hilfe. Der Typ hat auch ein Aimbot. Ja, ich sag's ihm so gut wie jedem Video, wenn die Druidenrunde anfängt. Ja, also die Druidenrunde ist natürlich eine Runde, die mit dem Start der Rückrunde der BFL abgeschafft werden kann. Hoffentlich. Bisher ist jedes BFL-Mitglied dafür, dass sie abgeschafft wird. Ja, wieso wohl? BB-8, ein bisschen overpowered. Ich sag nur mittlere Fähigkeit. Du kannst als BB9E da nichts gegen machen. Ich will deinen Kopf gegen die Wand hin. Alles klar, alles klar. Das ging schnell. Ja, ich dachte schon, ich sterbe. Ja, bei der Druidenrunde, was willst du da machen? Das ja. BB9 ist ziemlich, ziemlich schwach gegen BB8. Das würde ich nicht sagen. Also, man sieht sich nach einem kleinen kurzen Cut wieder zur zweiten Halbzeit. Genau, wenn dann der liebe Daniel die dunkle Seite hat. Bis gleich. So, dann sieht man sich hier nach einem kleinen kurzen Cut wieder beim Spiel Daniel gegen hier Dark Pharox. Genau. Katze. Es steht gerade aus der Sicht von Daniel 0-3. Dementsprechend, ja. Ist im besten Falle natürlich nur noch ein Unentschieden möglich für den Daniel. Sprich, er müsste. Ich lebe. Oh, jetzt nicht mehr. Sprich, er müsste alle drei Runden gewinnen. Und genau. Earl gegen Yoda, Spiel beginnt. Ich lebe. Wie schön das mal wieder funktioniert hier. Das machst du nicht wirklich, oder? Ich hör's doch. I've become more powerful than any Jedi. My ally is the Force. And a powerful ally it is. Brave, but foolish. Also, willst du das ernsthaft durchziehen? Ich hab Angst, dem ist zu gefährlich. Boah, Alter, wie krass das aussieht. Krass überstrahlt, würde ich sagen. Ja, ich komm nicht raus, wie komm ich nochmal raus? Ja, genau. Ja. Ein direkter Hit. Ich hab Angst, er hat Skins. Ja,
Ein legendärer Kampf. Das ist mein guter Hit. Wie witzig das aussah, dass du gerade eben einfach so gegen die Decke geknallt bist. Der alte gebrechliche Mann. Der Kampf der alten Säcke. Ich glaube, Dooku war zur Episode 3 90 Jahre alt, oder? Das müsste so circa der Dreh gewesen sein. Zwischen 80 und 90. 83. Und nicht nur er, auch der Schauspieler. Ja. Alle beiden noch volles Leben? Kommt, ihr merkt euch. Nee. Du oder nicht? Ryo nimmt es aber auch kontinuierlich nochmal ab. Also die Hits, die treffen. Also ich muss zugeben, ich habe da erst nicht so dran geglaubt. Also schon, stimmt schon, dass die dunkle Seite stärker ist. Komm, komm. Gehen wir folgen mit. Hier, danke. Letzte Minute. Nicht mehr folgen, ihr wollt. Nicht mehr spielen. Komm. Nein, nicht da lang. Katze! Oh. Passiert jetzt nochmal was? Die letzten 25? Das wäre ein sehr knappes Ende, muss ich zugeben. Oh da mein Gott! Ihr meint es ja knapp. Was ist witzig, wenn er außerdem in den Tod springt? Würde, wenn er draußen wäre. Ihr mir folgen. Oh, sag das mal nicht, das ist schon in der BFL vorgekommen. Echt? Mann. Wirst du sehen, wenn ein Match von mir online kommt. Dann nicht dir, dass das passiert. Siehst du. Dann vorbei, brauchst nicht machen. Also, unentschieden heißt wieder Lichtschwertrunde, heißt, ihr dürft natürlich wechseln den Lichtschwerthelden, wenn ihr wollt. Müssen wir. Könnt aber auch denselben. Müssen aber. Oh Gott. Auswählen, Daniel. Achso, hab ich doch. Ey, Katze! Das ist gut. I will guide you. Er muss doch mal schlafen gehen. Bin diesen Skin so unnötig. Ja. Ich lebe! Ich bin tot. Also, Loot-Gegner diesmal. Heißt auch, gibt es ein Unentschieden in der Runde, muss Daniel den Helden wechseln. Oh nein, ich geh nicht raus. Hey, warte mal, was? Seit wann ist das denn in den Regeln? Seit immer. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, dann solltest du dir das nochmal gründlich durchlesen. Bezählt nichts. Da muss ich los. Nein. Null. Das Interessante ist, beide haben jetzt Charaktere, die richtig viel Schaden austeilen. Nein.
Hi. Nein, okay, ich hör auf. Es geht los. Man kann sagen, was wird das eigentlich? Wie getan. Säulen. Wie geil. Nein. Ganz dumm bitte. Sowas ist immer, die schönsten Momente. Wenn beide Attacken sitzen. Gehört bei zwei Live-Spielen nicht das Verstecken mit den Droiden. Oh Gott, das wird eine sehr, sehr lange Aufnahme. Mir scheißegal, wie du das Maul haut. Stark gemacht. Hacker. Jetzt Blasterrunde. Also 3-1. Anschlusstreffer. Mir eben noch kurz antippen. Also den nehmen wir. Ja. Dann musst du B drauf drücken. Wieso B? Oder wen soll ich nehmen? Irgendwie, ist doch egal. Ganz gut. Weil die nächste Runde ist doch sowieso mit den Druiden. Ja, aber falls die Druidenrunde R gewinnt, dann geht's dann nochmal eins weiter. So. Er ist Popa. Also es spielen Captain Phasma. Ich lebe! Gegen Anzo. Ach du Kacke. Also Leute, ich war schwarz. Klappt nicht. Weg da! Boah, Alter, wie flink der läuft. GG. Jetzt ist nämlich genau der Fall. Ne, also jetzt Druidenrunde? Ja. Mhm. Darf ich den anderen Schwarzen haben? War bei mir Internet weg oder hat niemand geredet? Niemand geredet. Nee, niemand. Darf ich den anderen Schwarzen haben? Die sind alle essen gegangen. Also, es steht jetzt gerade 4-1. Ja. Komm. Egal. Heißt, Pharox kann das Match nicht mehr verlieren, heißt natürlich aber auch, dennoch für die Bilanz, für die Differenz, sollte hier bestmöglich noch gekämpft werden. Mit diesen Worten spielen jetzt BB8 gegen BB9. Wenn ich hier. Okay. Spiel beginnt! Nicht! In der Aufnahme wird man es sehen! Hey! Ich war noch nicht. Fabula. Ich wollte gerade sagen,
muss man einfach sagen, korrigieren. Man kann gegen VBA doch gewinnen. Ach, sag bloß. Hättest du meine Matches gesehen, hättest du es auch gesehen. Ja, dass du gegen BB-8 gewinnst, war klar. Ach was. Oh, ausgedreckt. Was ist eine Taktik? BB-8 schwebt wieder. Ich muss schon sagen, ich hätte so jetzt ein Sneak Mace Wind doch schon mehr gefeiert als so ein Ball mit dem Kopf. Ach, der hat eine Gesundheit. Jetzt schwebe ich auch. Das verwirrt mich echt. BBH schwebt, yay. Es ist ein Wunder. Willst du mich töten? Okay. Alles klar. Spielstand erhöht auf 5-1. Heißt, jetzt ist es egal, wen ihr nehmt. Ob Lichtschwert, Blaster, Druide oder divers. Komplett freie Auswahl. Und das heißt dann in dem Fall auch Palpatine. Ja, deswegen sage ich ja divers. Ich will Palpatine eh nicht spielen, also. Ja, ich auch nicht. Also jetzt spielen auf jeden Fall Darth Vader gegen Rey. Was ich jetzt mega feiert hätte, wenn ich auf die Brücke, wenn ich auf die Treppe gesprungen wäre. Das nee, das ist Vader. You are as clumsy as you are stupid. Also ich hoffe, dass bei diesem, bei dem Originaltrilogie Update jetzt auf den Vader Skin kommt. Kommt nicht. Oh, das wäre geil. Glaub ich aber nicht. Oh ja, ja, so mit einem halb kaputten Helm. An der Stelle Eigenwerbung, schaut gerne in die Skin-Ideen-Playlist rein. Hätte so eine Vorteil nicht Skin. Oh, der Dash! Oh, der war nicht schlecht. Oh, Katze. Oh. Nee. Zu spät. Du läufst da auch rum wie so ein wahnsinniger Irrer mit dem Lichtschwert, ey. Die ganze Zeit schon. Guck sie doch mal an! Der ist so ein großer schwarzer Klotz. Machst du mal einen Hit, so aus dem Nichts gehst wieder weg. Dein Arm ist verkrampft. Den Arm runter. Hey, der hat einen Schlaganfall. Boah, wo hast du denn den Dash gerade hingemacht? An die Wand da, ey. Mein ja, Gott. Ja, er geht doch nicht geradeaus, hä? Also ich habe mich noch nie so unterhalten gefühlt. Oh, verkrampfter Arm, Mann. Oh. Ach, gute alte Schlaganfall. Hm.
feier das, dass aus all diesen Minuten Vader nur einen Fingernagel weniger als Leben hat. Die Fingernagel wenig Leben. Das reicht doch. Hui, hui. Säule, 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 Säule. Ich krieg hierbei gleich einen epileptischen. Wow. Ah. Und somit startet die letzte Minute. Als die beiden von drei sehen sich natürlich durch die Map markiert. Und dass der nicht getroffen hat, ist amüsant. Ja, ja. Und wir spielen jetzt Ringel-Ringel-Reihe und wir lassen sie unentschieden. Nein! Alter, bei diesem Rumgelaufen auf Lichtschild eingedrescht, kriegt man wirklich einen epileptischen. Vor allem, wenn das dann so grell weiß leuchtet. So ähnlich kann man das bei der Durchbeschleunigung. Frieden. Gemein, der wollte mich noch schlagen. Mein Kumpel ruft mich an. Ich will trotzdem schon aus. Ja, mach das. Also, nach wie vor ist es egal, wen ihr nehmt, komplett freie Auswahl. Das wär's theoretisch auch, wenn jetzt nochmal Daniel Lasse gewinnt. Divers. Ja, ich. Boba Fett. Also spielen wieder Darth Vader. Diesmal gegen den Anakin. Nur finden wir, weißt du, erst wenn der eine stirbt. Ist er da? Bewegt er sich? Vartex? Ja. Gut, dann beginnt das Spiel. Zukunft ist Vergangenheit. Der hat gesessen. Aber auch das Schwertchen von Anakin hat gesessen. Das improvisierte Verstecken spielen. Wollt mich entstummen? Ich stand die ganze Zeit nur so geblockt, nur da, ich konnte gar nicht mehr. Dann kam er hinter mir und da wirkte praktisch. Ey. Ihr Bein gebt euch generell gar nichts. Folgen. Man merke an, der Farox hat der komische Fetische. Farox spielt immer erst Fang mit seiner älteren Version.
Knapp. Okay. Leute, was? 5-2. Sowas wie Leute passiert, wenn man sich mit seiner asthmakranken Zukunft so heißt, anlegt. Es ist wieder komplett egal. Ihr habt die freie Wahl der Wahl. Okay. Jetzt wird's definitiv interessant. Genau. Na, jetzt könnte es theoretisch ein 5-3 werden. Ja. Also entweder 5-3 oder 6-2. Das ist jetzt die Frage. Es spielen Yoda gegen Generali aus Versicherung wird Verbesserung. Spiel beginnt. Der Witz war tatsächlich schlecht. Nein. Sagt der halbierte rot-schwarze Freak. Hä? Ganz trocken, leise aus der Ecke. Ich muss los. Ich sag's mal so, aus der Sicht von Faruk sieht das so, als ob Grüße richtig planlos umher taumelt und ich weiß, von wo Yoda angreift. Ja, hier, der, ja. Hui! Faruk hat wenigstens seinen Spaß. Was ist das? Was da hin? Aua, Daniel! Ja. Während jetzt. Also, während die weit. Ich renne die weit. Oh, mein das war. Oh Gott! Das war nicht schlecht. Weil ist so ziemlich jedes Match. Ist die Christ, außer die gegen Nick, das war jetzt meistens klar, dass er das gewinnt. Leben. Was macht ihr denn um dieses Ding da? Das ist so wie wenn du beim Fang nicht gefangen werden willst, einfach um Personen rumrennst. Um eine größere Lücke im Sicherung zu schaffen. Oh, Alter. Nee, dann geh. Nee, dann mach ich. Kein Jedi tot, ne? Das wird Yoda zu viel. Oh. Ja, klar, das nicht. Letzte Minute läuft. Nicht nochmal. Oh, diese Bänke helfen mir. Das spüre ich in meiner Jedi-Yoda-Kraft. Thank you.
Mach einmal und dann weg, okay? Boah. Überlebt? Eng. Sehr eng gewesen gerade. Diese Waffe hier. Die war. Oh, ein Leben! Ein Leben! Ein Leben! Ein Leben! Richtig knapp. Also, unentschieden in der Runde heißt nach wie vor freie Wahl. Und das war wirklich exakt ein HP. Wie lange willst du es eigentlich noch sagen, dass wir freie Wahl haben? Ja, so lange, bis das Match vorbei ist, ne? Diesmal haben wir tatsächlich Aiden gegen Ray. Not good, man. Not good at all. Was? Hier echt? Beginnt. Oh, nee. Nee, sie hat eine Waffe. Ob das zählt? Das zählt nicht, das ist unfair. Spielverfälschung. Oh. Wo ist sie? Hi. Nee, okay, ist genug, okay. Heute Abend haben wir eine schöne Runde gehabt. Mir fleckt das Bild. Was hat dir die Lampe getan? Hier Ende ihrer. Alles klar. Also, okay. Das Spiel Dark Pharox gegen den lieben Daniel endet dann mit 6-2. Und genau, falls euch das Match natürlich gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Ansonsten GG an euch beide. Danke, Vartex, dass du da warst als Schiri. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder in der BFL oder generell auf meinem Kanal. Ansonsten möge die Macht mit euch sein. Haut rein und ciao, Leute. Ciao.